Immer weitermachen mit Empire of Sin. Willkommen im Reich der Sünde bei WB. Hallo, Writing Bull. Und wir haben eine Aufgabe vor der Brust. Eine, ganz viele. So viele Quests. So viele Quests, die wir erfüllen müssen. Wir werden zugeschüttet mit Aufgaben. Hier will jemand was, da. Der eine Mitarbeiter hat einen Wunsch, die andere Mitarbeiterin hat auch einen und für sie setzen wir uns jetzt ein. Wie gut, dass ich, damit ich den Überblick behalte, erstens mal ganz viele Leute, über 300 habe, die im Chat unterwegs sind. In einigen scheinen das Spiel auch schon ganz gut zu kennen. Da kommen ein paar gute Tipps rein. Und natürlich die beiden Oberaufpasser, die immer aufpassen, dass ich keinen Murks und Mist baue. Das sind heute Punisher und Matsumanix. Einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich euch allen. Hallo zusammen, viele Grüße. So, und wir laufen rüber. Sollen wir ins andere Stadtviertel laufen? Ich denke ja, ne? Geil. Gotcha. Wo ist der Taxistand nochmal? Was? Wir werden angegriffen! Alarm! Alarm! Ah, die Gang der Killer Queen greift uns an. Drei Wachen. Wir haben einen zur Verteidigung. Das hatten wir schon mal erschaffen. Assholes! Ich bin mal wieder zu geizig gewesen. Und ich bin mal wieder zu geizig gewesen, um uns zu verteidigen. Um mal die Verteidigung zu verbessern. Ich kann auch ein bisschen Geld nachher investieren. Oh Gott, die hat keine Schnecke. Die ist ja schon halb tot. Oh Gott, die Ärmste. Guckt mal. Einen muss sie noch mitnehmen mit einem Schrotflintenschuss. Oder sie kann alle mit dem Kegel. Wir machen das so. Wir stellen sie. Wie groß ist der Kegel? Wir stellen sie direkt hier hin. Dahin, so müsste es klappen. So könnte sie die beiden erwischen. Einmal den Schrotflintenschuss in die Mitte zwischen beiden. Und ihr seht, wie das sehr gelb unterlegt ist. Die beiden erwischt sie also. Nicht gut, Leute. Jetzt haben wir zwei im Grund zu verteidigen. Es gibt ein Problemchen gleich. Ja, kein Geld erhalten und keine Beute. Wer hätte das gedacht? Unfassbar. Man wird überfallen, man wird abgeballert und bekommt keine Belohnung. Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Laufen die weg? Nein. Drei kommen ran. Wir haben zwei zur Verteidigung. Die stehen ganz doof. Also jetzt haben wir ein Problemchen, Leute. Moving in! Die heilen auch noch. Fliege! Your history. Ziel ist markiert. Es ist gar nicht gut, Leute. Ich glaube, das ist der erste Kampf, den wir richtig verlieren werden. Oh, weia. Den werden wir verlieren. Ich weiß ja was, wir schnappen uns gleich, also nicht jetzt, aber nachher, das verbleibende Geld und investieren ein bisschen in das Thema Sicherheit. Sie braucht Deckung, die hätte sie hier. Fit. 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 Hinten Schrotflinte. Wie machen wir das? Und können die von hier aus überhaupt feuern? Wir versuchen 30% und so gar nicht. Sichtkegel. Das ist der mit der Schrotflinte und da könnten wir, wenn wir Glück haben, zwei auf einmal, aber da müssten wir auch den Kegel bilden und das wird wahrscheinlich nicht reichen. Schaut mal,
Wir haben nichts zum Heilen. Der hat Deckung hier, die können wir erwischen, aber boah, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Können wir uns selber Deckung holen? Ja, aber dann haben die auch Deckung. Wir machen das hier mal. Ja. Schrotflinte wäre so. Zivilist wird ja, glaube ich, nicht erwischt. 85. Wird er hinten? Der hinten wird mit erwischt. Ja, sehr cool. Einmal so. Ja. Moving in. Shit. Mist. So, und die sind drei, wir sind zwei. Wir haben keine Schrotflinte. Wir hauen ab. Auf einen können wir feuern. Und den hier, der hat keine Deckung. Und dann hauen wir ab. 65. Müssen wir abhauen. Aber der da hinten, die wird ja gleich angegriffen vom Schrotflintenschützen hier. Einmal hier hinlaufen und gucken. Kill him. So, ein Schuss. Aber danach können wir uns nicht mal bewegen. So, wenn wir erwischen, 85. Das ist eigentlich hoch, trotz Deckung. Hat gar keine Deckung. Da ist gar keine Deckung. Vorher einmal nachladen. Wie viel? Ein Aktionspunkt, dann laden wir vorher einmal nach. Und vorhin einmal. Oh, Glück gehabt. Got him. Nee, die Fähigkeit Bauchschuss geskillt. Daneben, Gott sei Dank. Nein! Oh, Entschuldigung, ich hab gekreischt, verzeiht. Ja, also das müssen wir uns gleich zurückerobern, das wird schwer. Also wenigstens einen, den ja wenigstens ausschalten von hier. 80 aus der Entfernung oder hier 75. Den erwischen wir wahrscheinlich mit den Schrotflintenmenschen innerher auch. Dann soll man den lieber weg, gerne auf Nummer sicher gehen, den da links einmal durchtappen. Da sind sie 80, zweimal gefeuert. Wir müssen was riskieren. Sonst wird es nicht klappen. Ja, Glück gehabt. Wir müssen nochmal. Mit ihm müssen wir versuchen, sie jetzt auszuschalten, sonst ist alles aus. Das wird schwer. Und da ist... Ah, Mist, wir kommen nicht gut ran. Boah, wir kommen gar nicht dicht genug ran, ne? Boah, ist das heftig. Hammer. Wir müssen offensiv... Da, der hat kaum noch Trefferpunkte. Wir ziehen einmal hier hin. Und es reicht nicht, 20, oh, es reicht vorne und hinten nicht. Oh, Glück. Aber noch drei Trefferpunkte. Scheinkluster. Jetzt 1 gegen 3. Drei Trefferpunkte. 13 hier, wir können nicht heilen. Ein Schuss muss sitzen. Ja, mal plausible Deckung. Wir bleiben hier stehen. Haben wir Deckung oder haben wir keine? Doch, wir haben Deckung. Wurde uns da eben angezeigt. Einmal nachladen. Nur. Also entweder wir treffen oder es war's.
assholes. Oh, wir haben mit ganz viel Glück, wir bleiben hier stehen. Wie viel wird ein Schuss bringen? 25% ist wenig. Wäre es hier mehr, können wir von hier aus überhaupt feuern? Wahrscheinlich nicht 20%. Uns direkt davor stellen und dann... Und der Kegelschuss. Mit ganz viel Glück. Wird das hier... Wo müssen wir hinziehen, damit der Kegelschuss nach links oben... Also ohne den Kegelschuss klappt hier gar nichts. Hier oder hier? Reicht der Kegel bis da hinten? Mutmaßlich nicht. Das wäre so ein Feld, schräg rüber, 2, 3. Kegel ausprobieren. Könnte klappen. Könnte klappen. Wir versuchen es mal. Wir ziehen genau vor die. Alles oder nichts, Leute. Alles oder nichts. 95 und 40. Alles oder nichts. Einen erwischen wir, der andere überlebt und wir sind danach wahrscheinlich. Na, nochmal. Das denn nicht? Drittes Mal mit links klicken oder mit rechts? Mit links. Mit links klicken. So, jetzt ist er hier. Jetzt hat man den so. Man muss doch mit links klicken. Ich habe das doch schon ganz oft gemacht. Ich klicke einmal mit rechts jetzt. Mit rechts einmal. Auch nicht. Mit links geht's nicht, mit rechts geht nicht. Was ist denn jetzt los? Schrotflintenschuss. So er hin. Beide sind ausgewählt. Das sieht man. Jetzt guck mal, beide sind ausgewählt. Ich klicke mit links hier drauf. Und ist wieder weg. Lieber Daniel, der Jetman, du könntest es auch mit Enter versuchen. Ja, was anders geht ja. Ich versuch's mal. So hinhalten. Beide sind angewählt. Jetzt Enter-Taste drücken. Jetzt hat's geklappt. Einen erwischt, einer bleibt übrig. Daneben! Nein! Nein, getroffen! Nein, Scheibengleister! Es wäre auch ein Wunder gewesen, wenn es geklappt hätte. Mann! Oh, Ärger! Niederlage! Das heißt, was machen die mit unserem Geschäft jetzt? Sie haben sich unverdienterweise ein Geschäft wieder angeeignet. Ich fürchte auch. Wir gehen mal gucken, Leute. Oh Gott, wie furchtbar. Die Maus muss über dem Boden sein, nicht auf den Figuren. Dann geht das auch mit Linksklick. Wo war ich denn? Ich war doch auf dem Boden. Ihr habt doch gesehen, wo die Maus war. Ich habe zwischen den beiden das gemacht. Die Maus? War in der Mitte. Ich muss ja, um das auszutarieren, ich bewege ja mit der Maus den Kegel. Also ich kann ja nicht sagen, so friere mal das ein und dann bewege ich die Maus woanders hin. Sondern mit dem Mauscursor beeinflusse ich ja den Kegel. Wo soll ich denn anders hin machen? Also so wie der Kegel ist, ne? Wie soll ich die Maus woanders... Ja, die Maus war auf deiner Wache. Ja, was soll ich machen? Ich könnte die Maus weiter vorne oder hinten machen. Das könnte ich machen. Ich war über den Personen. Ich habe die Wache angeklickt. Das heißt, okay. Also nach rechts und links kann ich den Cursor ja dann nicht verändern, ohne den Kegel zu verändern. Ich könnte ihn in die Entfernung kürzer und länger machen. Meine Güte. Sag mal, soll man die nicht gleich zurückerobern? Sofort wieder? Ja. Das war hier, ne? Ne, das ist der Unterschlupf. Das holen wir uns sofort zurück. Die haben Punishers Saftladen sich geholt, Punisher. Wie findest du das? Na, sofort zurückholen. Das machen wir sowas von sofort. Wir sind doch um die Ecke da. Gotcha. Vielleicht in diesen Treffen oder irgendwelche Schergen von denen. Grover Monks hat ein Talent. Welches ist das? Töten eines Ziels verschafft eine Bonusbewegung. Sehr cool. Und jetzt können wir entweder Bauchschuss, das war das von eben, erstmal eher hinten. Das ist gut wieder. Wir nehmen wieder Rennen und Schießen.
Nach einer Bewegungsaktion noch eine weitere möglich. Soll er lernen, bitte. Na, bäh. Wir rächen uns. Ach, Leute. Noch keinen. Erst will ich das Geschäft zurückhaben. Got a problem. You got it. Who's that? You got it. Okay. Ja, was meint ihr? Sollen wir nachher Geld investieren? Wir haben ja gerade das Scharfschützengewehr uns geholt, um doch ein bisschen in die Sicherheit zu investieren. Oder soll man sagen, völlig egal, wir ziehen das durch. Wir gucken nicht nach links und nach rechts. Was meint ihr? Ich frage mal den Chat und kämpfe in der Zeit ein bisschen weiter. Al Capone zieht... Wie viele Wachen haben wir? Eine nur, ne? Ja. Gewehr. Das braucht zwei Aktionspunkte. Ein schöner Verrufspunkt für uns. Gelbentonikum. Jetzt geht's hier rein. You got it. Eine Stufe höher, meint Wayne. You got it. Von der Sicherheit her. Wenn wir Geld gleich haben. So, zwei innen drin. Drei innen dran. Ei. Tatsächlich. Okay. So. Er hat ja das Spezialgewehr. Hat kein Ziel. Das heißt aber auch, dass er von da, wo er steht, echt, den kann er nicht erwischen. Warum denn? Nicht dran vorbeifeuern? Anscheinend nicht. Komisch. Auch nicht mit der anderen Waffe? Auch nicht. Der fängt an nicht. Dann müssen wir leider ein Stück vorziehen. Dann ziehen wir... Halbe Deckung reicht hier für ihn. Die Guten sollen die anderen bekommen. Hier unten hin zum Beispiel. Halbe Deckung. Oder er erwischt sich den hier, er holt sich den hier und wir ziehen mit ihm einfach nur hier hin. Halbe Deckung hier. Oder ist das volle? Das ist volle Deckung hier. Echt? Diese kleinen Fässer sind volle Deckung. Ei, cool. You got it. Die jetzt schnappt. Er kann schon wieder nicht feuern? Wieso hat er denn kein Ziel? Jetzt hat er nicht mehr genug Aktionspunkte, alles klar. Was er aber machen kann, ist Feuerregen. Das kann er mit einer Aktion. Aber das hat so einen langen Cooldown. Das würde ich erstmal nicht machen. Wechseln wir die Waffe und probieren mal den normalen Schuss. 92. Der steht aber doof, der steht ja direkt zwischen denen. Dem würde ich erst gerne Deckung geben wollen. Vielleicht hier hinten, dann flankiert er alle anderen. Einmal hier hin. Aber dann haben wir dann nur 80. Hier ist halbe Deckung und hier wären dann 100. Einmal. Und das wäre volle Deckung, wäre auch noch immer 100. Oh, wie cool. Geht nicht. Warum kann ich da nicht draufklicken? Weil der im Weg ist? Nee, das ist weiß markiert. Understood. Jetzt rennt er rüber. Jetzt rennt er weg und jetzt kann er mit dem Gewehr ihn da hinten voll erwischen. 100% oder auf den anderen mit 100%. Wir haben noch zwei Schüsse vorher. Den kriegt er den weg mit der Flinte. Wenn wir hier rüber wechseln, auch 100 und hier sind 100. Das ist der, der im nächsten dran steht. Aber der wird gar keinen Schaden. Es wird gar keine Schadensvoranzeigen gemacht. Ach,
das komplett ist, ne? Der verliert alle Punkte, aber es bleibt rot. Ich verstehe das nicht. Einmal drauf feuern. Seltsam. So, jetzt nehmen wir ihn noch. Volle Deckung hier. Er hat die Flinte. Kann er sprinten schon? Nee, ne? Er lernt da sprinten. Right. Hinter ihm. Dann wechseln wir. Schrotflinte ist wahrscheinlich 55. Wir wechseln einmal die Waffe und testen das mit der Pistole. Die ist ja ganz gut mittlerweile und haben hier 60, aber das ist so minimal. Wir wechseln nochmal zurück. Machen einen normalen Schrotflintenschuss hier vorne. Damn it! Heilt auch noch so ein Pflege. Heilt jemand anders. So, jetzt ist Maria dran. Und Maria ziehen wir erstmal irgendwo hin, wo Deckung ist. Warum geht das nicht? Entendido. Und feuern mit dem Feuerstoß, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich reduziert. Klicken einmal die Ziele durch. Das sind 37, 52, das ist der andere 52er. Der steht sehr, sehr in der Nähe vom Gewehrschützen, den nehmen wir mal. Ah, das war zu wenig. Es läuft nicht gut. Capone. Stecktreffer weg, aber der hat so viele Lebenspunkte, das sollte er eigentlich schaffen. Sollte er eigentlich hinbekommen. El Capone kann nochmal feuern. Und er hat das Scharfschützengewehr. Das braucht zwei Aktionspunkte. Wir wechseln noch einmal. Oder wir nehmen. Oder was wir machen können? Also, so kann er einfach schon ausschalten. Aber was ich gerne machen würde, jetzt den Feuerstoß. Einmal die Waffe wechseln. Mit dem Feuerregen. Wieso keine gültigen Ziele mit dem Feuerregen? Er wird zu weit wegstehen vermutlich. Einmal hier hin. Gotcha. Jetzt nochmal den Feuerregen. Erwischen alle auf einmal und gucken mal, wie die darauf reagieren. Won't be nothing left. So, das ist wieder der Max hier hinten. Und der kann mit dem Gewehr, der normale Angriff kostet, einen Trefferpunkt. Wir wechseln einmal nochmal aus. Nee, nicht nach. Auch ein Wechsel. Jetzt fallen wir auf einen der Pistolierungs, und zwar auf den vorderen. Jetzt kommt demselben nochmal. 83 oder mit dem Gewehr mit 95. Jetzt bleibt er noch übrig. Er hatte eine Eigenschaft, dass er nach dem Kill nochmal feuern kann. Aber nee, er kann sich nochmal bewegen, sowas. Er hat ja eigentlich eine gute Deckung. Ich würde ihn hier stehen lassen. Oder wir ziehen hier hin, dann haben wir eine bessere Sicht. You got it! So. Kommt Jo Müller, er hat die Schrotflinte. Wenn wir hier drauf schießen, wird er dann erwischt? Ist das der Bereich oder nicht? Schwer zu sagen, ich will ja nicht reinlaufen. Kann sie auch hinter ihm stellen. Hat er da keine Deckung? Kann auch sprinten. Wir müssen aber irgendwo hinsprinten, wo wir dann auch Deckung haben. Wir können den Gegner auch flankieren, falls sie von der anderen Seite kommen wollen. Das kann man auch nur mal sicher.
laufen hier hinten hin. Das ist eine gute Idee. Und jetzt haben wir noch einmal Maria. Maria wiederum. Kann den Feuerstoß machen mit 22. Das geht nicht. Und mit der anderen Waffe. Wir besuchen hier erstmal eine bessere Stelle. Hier nach vorne. Mal hier, es ist immer noch halbe Deckung. Wurde hier eben nicht volle Deckung angezeigt. Ziehen ein Feld vor. Obwohl ist die Wahrscheinlichkeit ist auch kaum anders. Können Sie auch von hier aus feuern. Einmal Waffen wechseln. Einmal feuern mit 20. Nach hinten aus, konnte also nicht nach vorne angreifen. Jetzt ist Al Capone wieder dran und kann von hier aus nicht flankieren. Da müsste er eins weiter nach rechts laufen. Das klappt nicht. Das klappt hier nicht. Was könnte man denn dann machen? Von hier links flankieren, das kann der andere machen. Von hier aus ballert es Ruhe. Einmal hier hinkommen. Oder direkt von hier, was soll's. Wie viel sind es? 62. Oder das Super Deluxe-Gewehr. Das Scharfschützengewehr 62 und dann wäre alles gut. Das war die neue Wumme. Hat sich gelohnt. Gefütterte Baumwollweste erobert und ein bisschen Tonikum. Sehr, sehr schön. Das braucht man so alles. Ja. Der Sound ist ätzend. War der immer noch so laut? Das hatte uns, das war von Al Capone, diese Spezialfähigkeit. Das wird sicher irgendwann runtergedimmt werden vom Audiopegel her, dass das die ganze Zeit so ist. Ich kann das ja, ne? Die Alternative ist, das gar nicht mehr einzusetzen. Ich kann den ganzen Spielsound leiser machen, aber ich kann nicht gezielt ein Geräusch leiser machen. Das ist echt nervig, ne? Ja, stimmt. Das erbeuten wir alles, nehmen das mit. Übernehmen das Geschäft. Machen wieder eine Brauerei daraus. Wir wollen das nicht umbenennen. Oh Gott, nein. Jetzt bleibt das. Die wollen Punisher, die wollen deinen Laden umbenennen. Wir müssen den nochmal. Ja, wir müssen den nochmal nach Punisher umbenennen. Das ist echt eine Frechheit. Ja, echt. Punisher ist back. Zweiter Versuch. So, das mal geschafft. Hier kommen die Mitarbeiter wieder her. Und wir nehmen uns alle Leute und laufen einmal raus auf die Straße. Vielleicht jetzt Frieden schließen. Na, Frieden okay. Geht nicht, nur Waffenstillstand, Sonntagskind. Es wäre eine Überlegung wert, weil, um das mal aufzugreifen, wir jetzt das Viertel verlassen wollen. Also entweder stecken wir unser Geld jetzt darin, alles wieder aufzurüsten, was wir hier haben, oder wir machen mit ihren Waffenstillstand. Wir wollen jetzt herumfahren und Quests erfüllen. Das ist eigentlich gar keine so eine schlechte Idee, oder? Wie geht's ihr denn? Was hat sie denn? Ja, sie hat nur den Unterschlupf, in den wir im Augenblick nicht reinkommen. Ach komm, wir machen das. Ich speichere einmal ab. Und wir schauen mal, ob wir mit ihr einen Waffenstillstand machen können. Und dafür müssen wir um Waffenstillstand bitten. Wahrscheinlichkeit extrem groß, dass sie das macht. Mein Boss, willst du Waffenstillstand haben? Ja. Machen wir, ne? Machen wir, komm. Wo wollen sie sich treffen? Da, wo wir gerade sind. Punisher ist back. Es sei denn, es kommt lieber in unserem Unterschlupf. Weil wenn es irgendwie Ärger gibt, wenn sie mitten in den Waffenstillstandsverhandlungen ihre Wummen zieht, dann lieber bei unserem Unterschlupf, weil da haben wir mehr Leute, die uns verteidigen können. Das ist unser Unterschlupf von The Outfit, so heißt unsere Band.
Unsere Band. Unsere Gang. Unsere Bande. Unsere Band. Wir machen Musik. Na, sie trifft sich auch bei uns. Alles gut. Jetzt bin ich sehr gespannt. Wir machen auch Musik, lieber WP. Ja, machen wir auch auf jeden Fall. Vor allem mit unseren Wummen. Einmal rüber in unseren Unterschlupf. Wo ist er denn? Wo geht's hin? Wo ist unser Unterschlupf? Hier, ne? Das ist unser Unterschlupf. Einmal hier hin, bitte. Gotcha. Einmal Waffenstillstand. Wir haben mittlerweile auch eine neue Weste. Die sollten wir noch kurz benutzen. Die haben wir eben bekommen. Wer hat alles Westen? Alle haben eine Weste. Er hat eine Taschenuhr stattdessen. Taschenuhr gibt ihm mehr Initiative und mehr Bewegung. Das finde ich für ihn eigentlich sehr cool. Er ist ja meistens hinten. Beides kann er nicht tragen. Er ist ja mit seiner Wumme eher weiter hinten. Da braucht er nicht unbedingt eine gute Verteidigung. Ich glaube, wir lassen das so. Wir können mal gucken, was die Weste ihm geben würde. Das wäre... Wo ist sie denn? Gar nicht? Hat man nicht eben eine Weste bekommen? Hier. Nee. Hier unten. Gefütterte Baumwollweste. Gewöhnlich. 10 Schutz mehr. Nee, komm. Deshalb packen. Weiterlaufen, Leute. Weiterlaufen. Da sind wir jetzt. Haben eine neue Fraktion getroffen. Hip Sing Tong. Was zur Hölle haben sie in meinem Viertel zu tun? Hier, Don WB, mein Viertel. Wir können drohen. Ah ne, die drohen uns. Das sei unser, das sei ihr Viertel. Das ist unser Viertel. Die haben noch nie, wir sind doch die, wir leben hier seit Ewigkeiten. Seit vielen Stunden leben wir hier. Das ist unser Viertel. Wir haben uns das frei, wir leben hier immer schon. Die halbe Stadt gehört uns. Wir haben zumindest ein paar Häuser ergaunert und erbeutet. Wir bitten um ein Gespräch. Wir können auch drohen. Ich esse mal ein Gespräch und dann checken wir die zwischendurch. Gespräch in die Wege geleitet. Okay. Jetzt sollen wir aber erstmal. Jetzt geht erstmal. Aber wir gucken schon mal, wie stark die sind. Gerblitz, danke dir für den Abo. Liebe Grüße an dich. Wir gehen einmal schauen in der Diplomatieübersicht oder im Imperiumsüberblick im Vergleich zu den anderen. Ist das eine Diplomatie? Statistiken? Fraktionswertung, wir sind vorne und die sind ganz unten. Die sind ja fast so schlecht wie Goldi und ihre Crew. Also für den müssen wir keine Angst haben. Und dann gehen wir jetzt mal zurück und machen ein Gespräch mit Goldi. Wo bin ich? Wo bin ich und wie viele? Ich habe völlig den Überblick verloren. Wie sind wir denn jetzt gerade hier hingekommen? Hier waren wir doch eben. Jetzt sind wir hier. Das ist unser... Und hier ist das Gespräch. Wahrscheinlich hier drin, ne? Gespräch beginnen. Gotcha. Ja. Bin mir ganz sicher. So you want to bring an end to the war? Ja, wollen wir diesem Krieg also ein Ende setzen? Ja. Ja, ja. Dieser Krieg nützt mir nichts. Klammer auf mehr. Klammer zu. Beenden Sie ihn um unser aller Willen, Goldi. Wir haben, was wir wollten. Und du hast bekommen, was du verdient hast. Yeah, this war ain't doing me no favors. End it quickly, for all our sakes. I agree, it's senseless. We'd be much better as allies. All right, we'll end the war. Eine Allianz gleich? Das ist aber ein bisschen dick. Eine Allianz? Wollen wir wirklich mit Losern eine Allianz einschließen? Also erstmal einen Schritt nach dem anderen. Erstmal Waffenstillstand. Einen Schritt nach dem anderen. Thanks. So, jetzt ist die Frage, wie lange läuft denn dieser Waffenstillstand? Wir gucken mal in der Diplomatie nach. Gehen einmal rüber zu den Fortune Tellers und schauen mal, ob das hier irgendwo steht. Wie lange? Aha. 139 und 7 Tage. Wir haben einen Krieg beendet, ohne die andere Seite vollständig auszuschalten.
Eine Zeit lang werden sie nicht in der Lage sein, negative Maßnahmen gegen sie zu ergreifen, ohne dass die anderen Fraktionen es merken. Wir können das unterbrechen. Wir können sagen, komm, aber dann verlieren wir an Image bei den anderen gelten als unstete Gesellen, als Leute, denen man nicht über den Weg trauen kann. Ist nicht so cool. Ist nicht so cool. Das lassen wir auf jeden Fall laufen. Wir haben ihnen alles abgenommen, was sie hatten, bis auf den Unterschlupf. Und sie ist eine sehr starke Endgegnerin mit ihren Skills. Das ist gut. Machen wir einen Deckel drauf. Alles okay so. Und als nächsten Schritt suchen wir jetzt mal das Gespräch zu diesen Kollegen hier. Zu den Hip Sing Tongs. Und der hat Punisher, wenn ich mich recht erinnere, ich glaube so eine Giftbombe oder mehrere Giftbomben, die er schleudern kann, ja, im Kampf, ne? Das stimmt, ja, das ist so ein richtiger Giftmischer. Also wie man bei mir in Köln sagen würde, das ist ein fieser Möb. Echt, das ist ein Fiesling, schmeißt Gift, das geht ja gar nicht. Und damit kann er auch, ich glaube, der kann an mehrere, innerhalb von einer Runde an mehrere Orte Giftbomben werfen, die dann irgendwie auf Dauer wahrscheinlich Lebenspunkte abziehen oder so, ne? So hätte ich es verstanden, ja. Ich auch. Irgendwas Fieses. Wisst ihr was? Mit ihm führen wir mal ein Gespräch. Und ich weiß auch wann. Ich improvisiere gerade. Eigentlich hatte ich mir gedacht, es wäre eventuell jetzt schon der letzte Stream mit Empire of Sin, weil demnächst neue Spiele kommen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, auch wenn ich das nicht darf, dass mir das Spiel gefällt. Es gefällt mir. Zumindest als Stream-Erlebnis gemeinsam. Wir machen einfach noch einen Stream. Und auf YouTube sage ich das auch schon mal. Der nächste Stream mit Empire of Sin ist einfach am kommenden Mittwoch. Ja, auf jeden Fall. Kommender Mittwoch ist der, heute ist der 6., 7., 8., 9. Dezember. Punisher, und meinst du mal nichts. 9. Dezember. Oh, sehr schön, ja. Machen wir da weiter. Also, wir werden jetzt live ein Gespräch führen. Das kommt dann zwischen auch als Aufzeichnung mit dem Manu Fritsch, mit dem Spielejournalisten. Der macht Inside Moin, einen Audio-Podcast, ist Freiberufler und hat den Test gemacht von Empire of Sin mit der GameStar. Dann nehmen wir jetzt so ein Video-Special auf, geht jetzt auf Twitch und es kommt dann nachher auch auf YouTube und das ist eventuell, wenn das Video hier, das gerade live aufgezeichnet wird, auf YouTube herauskommt, werde ich das wahrscheinlich in eine dieser Ecken hier einblenden. Klick drauf, führt direkt zum Video. Und zum Schluss nochmal der Hinweis, hier gibt es Empire of Sin noch immer ein bisschen billiger mit einem Code von GamesPlanet, wenn ihr möchtet. Oder erstmal Video gucken. Scheinwerfer, Review-Video von mir selber und dieses neue Review-Talk-Video, das ich mit dem Manu zusammen aufnehme. Bin mal sehr gespannt. Nächster Stream, wie gesagt, nächste Aufzeichnung am 9. Dezember, abends ab 19 Uhr hier.